So Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Director's Cut. Dem ersten Teil natürlich, ne? Ist ja logisch. So, wir machen weiter, nachdem wir das fürchterliche Tagebuch des Wächters gelesen haben. So, soll ich den wegballern? Ich weiß nicht. Ne, ich lasse ihn mal. Passt schon. Sie haben sie geöffnet, also von der anderen Seite quasi. Was ich mich gerade frage, was haben wir eigentlich alles? Wir haben zu viel Heilung eigentlich, mit was wir überhaupt nicht gebrauchen können. Ich werde jetzt einfach mal hier durchgehen und den blauen Edelstein aufheben und anschließend auch einsetzen gehen. Den wir hier ja die Statue runtergeworfen haben. Ja, ich bin gerade am Rauchen. So. Möchten Sie dies nehmen? Blaues Juwel. Ja, bitteschön. Den setzen wir nämlich jetzt in so einen Löwe, ja. Sehr geiles Deutsch, sehr geil. In diesen Löwengestein da setzen wir das ein. So eine Statue, die eben einen Löwen ergibt. Und die hat halt zwei Augen und da kann man jeweils ein Juwel reintun. Was natürlich heißt, dass wir jetzt das Juwel reintun. In eines der beiden Augen. Servus, komm her. Stirb! Ach komm schon. Der andere kommt aber auch schon. Ja, weil die hören das und dann kommen die her, aber bis der da ist, ist Ostern, deswegen gehe ich da erstmal rein. Ich hoffe, dass wir noch Munition finden. Ich verstehe gar nicht, wieso wir so wenig Munition haben. Das muss an dem Schwierigkeitsgrad liegen. So, setzen wir das also ein. Ach so, Entschuldigung, es ist ein Tiger und kein Löwe. So. Jawohl. Von diesen Dingern brauchen wir übrigens 5 Stück, soweit ich weiß. Windwappen, dann gibt es noch das Sonnenwappen, das Mondwappen und irgendein Wappen noch. Was habe ich gesagt? Was habe ich gerade gesagt eigentlich? Ja, ist ja wurscht. Also es gibt das Sonnen, das Wind. Sonne, Wind, Mond. Oder waren es nur 3? Ich weiß es nicht. So, jetzt frage ich mich aber, was wir überhaupt machen müssen. Ach Mensch, ich weiß schon. Soll ich aber zurückgehen? Ich bin gerade im Überlegen, ob ich vielleicht eventuell zurückgehe und mal kurz... Ja, das werde ich mal machen. Ich werde zurückgehen. Das nötige Zeug, was wir eigentlich nicht brauchen, wegtun. Habe ich eigentlich einen Platz frei? Ne, habe ich nicht. Ja, ist ja wurscht. So, in dieser Tür sehe ich nichts Besonderes eigentlich, aber die werden wir trotzdem mal kurz aufschließen gehen. So, jetzt legen wir aber erstmal ab. Speichern werde ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, dauert mir auch zu lang. So. Also ablegen gehen. Wieso habe ich den Schlüssel noch? Hä? Ich kann den Schlüssel eigentlich gar nicht mehr haben. Wieso habe ich ihn aber noch? Irgendwie habe ich was vergessen aufzuschließen. Ja, was ist das denn für ein Schlüssel eigentlich? Ja, warte mal. Komm, wir legen mal hier ab. Das legen wir ab. Ach, wisst ihr was? Pass auf, ich lege das mal ab. Und das soll ich nicht. So. Und wir nehmen uns halt die Schrotflinte mit, für den Fall der Fälle. So. Die werden wir natürlich nur im äußersten Notfall einsetzen. So. Falls uns ein Zombie zu nahe kommt oder sonst was. So. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Und dann werde ich die eine Tür aufschließen gehen. Aber ich verstehe nicht, warum ich den einen Schlüssel noch im Inventar habe. Eigentlich verschwinden die Schlüssel, sobald man alle Türen aufgeschlossen hat. Was natürlich heißt, dass wir nicht alle Türen aufgeschlossen haben. So. Na komm, schließ auf. So. Den Rüstungsschlüssel, jawohl. Jetzt gehen wir erstmal rein und gucken, was da überhaupt drin ist. Aha. Da ist die alte Schrotflinte. Seht ihr das? Die braucht der Chris, um das einzusetzen. Was liegt da? Ja, genau. Jetzt liegt da Beretta-Munition. Ist klar. Ja gut, nehme ich halt mit. Wäre ja völliger Schwachsinn, das liegen zu lassen. Ist ja klar. So. Da liegt natürlich auch noch was. Nämlich der Schreibtisch ist verschlossen, aber wir können es mit unseren dumm-dumm-Geschossen natürlich aufschließen, ist ja klar. Was ist da drin?
Sieht wie Schrotmunition aus. Yep. Yep. Immer her damit. Immer her damit. Gut. Dann will ich schon fast sagen, dass wir kurz nochmal zur Kiste gehen. Ich weiß, das zieht sich ein bisschen. Aber so waren die alten Resident Evil. So waren die. Aber genau das hat es auch ausgemacht. Einfach dieses... Ich weiß nicht. Man war einfach gut organisiert. Man wollte immer gut organisiert vorgehen und so weiter. Es hatte einfach was. Natürlich ist es jetzt irgendwie nervig, dass man hin und her rennen muss, aber es hatte auch was zu dieser Zeit. Es machte das Bestimmte irgendwie aus. Soll ich jetzt? Ja, ich lege das weg, komm. Das passt schon. So. Und hol mir meine Beretta wieder raus, so. So. Und jetzt aber richtig hier. Jetzt gehen wir. Ich frage mich immer noch, wieso ich den Schlüssel habe. Pass auf, ich gucke jetzt einfach mal nach, was das überhaupt für ein Schlüssel ist. Dann werden wir es ja gleich haben. Was bist du? Schildschlüssel. Wo gibt es noch eine Schildtür? Ich weiß es nicht. Wo gab es noch eine Schildtür? Ich habe doch eigentlich alle Türen angeklickt. Jetzt weiß ich nicht, wäre das sinnvoll, warte mal, so, bla und etc. und hast du nicht gesehen? Ne, pass auf, ich gehe jetzt einfach, ich gehe wieder hoch. Ja, ich gehe wieder hoch. Moment, kurz mal Kippe ausmachen. So. Okay. Gut. Da gibt's, soweit ich weiß, war das ein Helmschlüssel hier. Der ist ein Helmschlüssel, oder? Komm, sag mir, du bist ein Helmschlüssel. Jawohl. Mann, bin ich gut. So. Mir fällt gerade auf, dass die Wände hier echt miserabel aussehen. Total widerlich gemacht. Aber das macht's ja aus. Umso widerlicher, umso besser. So. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich überhaupt hin? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, ich habe gesagt, ich kenn's auswendig. Tue ich hier eigentlich auch. Wisst ihr was? Ich gehe einfach mal runter. Das wird schon richtig sein. Ich glaube, ich Vollidiot habe die eine Tür links vergessen. Ich glaube, da ist die Schildtür. Was anderes wird mir jetzt auch nicht mehr einfallen. Oder war das Rüstung? Das werden wir gleich wissen. Sie haben diese gerade benutzt. Rüstungsschlüssel. Nein, es ist eine Rüstungstür. Wo zur Hölle war dann der letzte Schild? Die letzte Schildtür, das gibt's ja nicht. Die muss doch irgendwo gewesen sein, Leute. Ah, guck mal. Na, siehst du, langsam kriegen wir die Money auch wieder rein. Sehr schön. Perfekt. Servus. Wow, das war ja, der hat ja nur zwei Schuss gebraucht, den dritten habe ich verschwendet. Hier ist wieder eine Schreiblade, oder wie das heißt. So, aufmachen mit den Bumgeschosse und wieder Schrotmunition. Hä, soll ich die jetzt mitnehmen? Ja, komm, das können wir ja schlecht liegen lassen. Das ist ja immer ein Schrotmunition. Mann, oh, das verbraucht aber so viel Platz. So, gehen wir hier durch. So, ich glaube, das ist jetzt der große Spiegelraum, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, jetzt weiß ich, wo der letzte Schild-Dingsbums ist. Jetzt weiß ich's, Leute. Hör auf zu jammern. Du bist dazu da, um getötet zu werden. So, hier das nehme ich nicht mit. Seht ihr diese Tür? Da bekommt man am Ende, wenn man durchspielt, einen Schlüssel und da kriegt man dann neue Klamotten. Das sieht nach Farbband aus, was da liegt. Ey, das will ich nicht. Nee. Nee. Weg damit. Brauche ich nicht. Irgendwie war hier aber nicht sonderlich viel drinnen, ne? Hier war so gut wie gar nichts drin. Ein bisschen Munition nur. Oder bilde ich mir ein, warte mal. War hier wirklich sonst nichts? Nee. Hier war tatsächlich nichts. Moment, hier gibt es doch einen Lichtschalter, oder? Ja komm, da ist ein Lichtschalter. Okay, doch nicht. Es war zwar ein Lichtschalter, aber sie meint, er ist unnützlich. Obwohl man damit das Licht an- und ausmachen kann, aber naja. Frauen wissen es eben nicht zu schätzen. So, Moment. Momento. Ich würde sagen, wir gehen wieder einen Rundgang, würde ich sagen. Ja, einen Rundgang.
Absolut, wir gehen wieder in den Rundgang. Was Besseres fällt mir auch nicht ein. So. So werden wir dann am besten rausfinden, was noch Schild und was noch Rüstung ist. Und währenddessen kommen wir auch noch zu einer schönen Kiste. La, 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 la. Ah, die Musik war schon wundervoll. Ach ja. Wisst ihr was? Die müssten echt mal ein Resident Evil machen. Moment, ich glaube, das war auch Rüstung, gell? Ja. Da drin gibt es aber, soweit ich weiß, nur Kräuter. Soll ich sicherheitshalber reingehen? Ich gehe mal sicherheitshalber rein. Nicht, dass wir unabsichtlich was liegen lassen, was eigentlich für den Spielverlauf wichtig ist. Und hier gibt's Hundis auch, seht ihr ja. Jo, servus Hundi. Bam. Ja, da gibt's nur Kräuter. Guckt euch das an. Ein Haufen Kräuter. Ich renne einfach weg. Lalala. Wow. Wow, habt ihr das gesehen? Der wollte mich ansprengen, der von links. Krasse Sache. Aber er hat's nicht geschafft. Noob. So, gut. Da haben wir wieder die Toilette. Die brauchen wir nicht. So, gehen wir mal da lang. Ich weiß nicht, war die eine Tür eigentlich abgeschlossen? Ich weiß es nicht mehr. Ich will eigentlich nur den letzten Schildschlüssel finden. Schild, Tür, Bimsen, Dingsen da. Wenn ich das habe, weiß ich eigentlich eh schon, wie es weitergeht. So, ich gehe mal aber hier rein. Ah ja, das war doch... Ja, ja, hallo Grehe. Das war das mit den Bildern, genau. Das war das mit den Bildern. Momentele. Genau, da sehe ich schon, da ist ein Baby. Das Bild eines neugeborenen Babys. Da unten ist ein Schalter. Möchte sie diese drücken? Natürlich. So, einmal, was haben wir hier? Das Bild eines müden Mannes mit im mittleren Alter. Darunter ist ein Schalter. Möchten Sie drücken? Nein. Was haben wir hier? Das Bild trägt den Titel Von der Wiege zum Grab. Ja, weiß ich. So, schrei mich nicht an, Grehe, ich habe dir nichts getan. So, was haben wir hier? Das Bild mit einem jungen Mann. Da unten ist ein Schalter. Nein, möchte ich nicht drücken. Was haben wir hier? Das Bild von einem Kleinkind. Aha. Da unten ist ein Schalter. Möchten Sie darauf drücken? Ja. Was haben wir hier? Das Bild zeigt einen lebhaften Jungen. Ja, da möchten wir drauf drücken. Dann der junge Mann natürlich. So. Nach dem jungen Mann wird man bekanntlich etwas älter und ist dann eher ein müder Mann, der keinen mehr hochkriegt. So, zack. Und dann ist man ganz, ganz alt und weiß gar nicht mehr, was Sex ist. So, das Bild eines verwegen aussehenden alten Mannes. Genau. So, und letztendlich stirbt er natürlich. Das Ende des Lebens trägt das Bild als Titel und darunter ist natürlich wie immer ein Schalter. Kinderkacke. So, was haben wir hier? Ah, genau, das Sternenwappen, das habe ich beim letzten Mal nicht erwähnt, genau. Also haben wir schon Sonne, Wind, Mond und Sterne. Ja, und irgendeins gibt noch. Ich weiß aber nicht, welche. War das das Erdenwappen? Gibt es das überhaupt? Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Eigentlich greifen uns die Raben an, aber irgendwie haben sie es jetzt nicht getan. Keine Ahnung warum. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Egal. So. Gehen wir mal hier lang. Hier könnte man rein theoretisch gleich das Wappen einsetzen, damit wir endlich ein bisschen Platz wieder bekommen. Da kommt aber jetzt ein Hundi, soweit ich weiß. Ja. Bam, ins Gesicht. Ich dachte jetzt eigentlich, er springt mich an. So. Benutzen. Ah, okay, es waren doch nur 4. Alles klar. Lalalala. Und eins habe ich ja selbst noch. Ja, genau. Und ich weiß sogar, wo das nächste ist. Ach, das ist jetzt ein Kinderspiel, sage ich euch, Leute. Aber Leute, wir sind schon wieder bei der Zeit und ich muss leider einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder zurück zu Resident Evil. Bis dann.